Servus Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 5 Tuning. Heute mit dem BJL oder wie der heißt, BJXL. Auf jeden Fall dieser, ja, BJXL heißt der Caruin. Okay, dann werden wir mit dem jetzt auch mal hier zum Los Santos Customs fahren. Ich finde die Karre an sich auch schon richtig cool, gefällt mir echt gut. Und mit nicht unbedingt der Farbe jetzt, aber an sich gefällt mir die Karre echt gut. Und da können wir halt schon was machen. Jetzt mal gucken, was im Los Santos Customs so damit abgeht. Und dann mal schauen, was da man machen kann. Oh, hier steht sogar einer. Hätte gar nicht stehen müssen, aber okay, sei es drum. Jetzt fahren wir hier rinne und gucken, was die Karre. Oh, was ist da reingefahren, hä? Fast in die Wand rein. Und zwar brauchen wir hier erstmal reparieren. Panzer machen wir auf die beste rein. Bremsen, klarer Fall, die besten. Stoßstange, was geht denn hier? Oh, da kann so ein Ding da vorne dran, man zum Abschleppen. Ah, nur vorne, hinten kann nichts machen, schade. Motor machen wir auch am besten rein. Hupe machen wir wieder eine fortlaufende. So, Scheinwerfer. Machen wir Xenon-Scheinwerfer rein. Macht zwar jetzt keinen großen Unterschied, aber gut. Neon-Kit, Neon-Fahr, Neon-Anordnung. Machen wir Neon-Anordnung. Und zwar Hecke und Seiten und Front. Und die Farbe wird diesmal wieder gelb. Ich finde, das passt echt gut zu der Kiste. Nummernschild. Machen wir schwarz auf gelb. Na, falsch rum. Gelb auf schwarz. Lackierung. Machen wir Primärfarbe. Klassisch. Und zwar gucken wir, ob wir ein schönes Gelb finden. Weil Gelb sieht, denke ich mal, echt gut aus bei der Kiste. Gold, Bronze, Gelb. Ja, machen wir Tauchgelb. Was Tauchgelb? Gefällt mir nicht. Machen wir das Gelb. Okay, sieht zwar eher aus wie Orange. Aber okay, kann man machen. Sieht zwar mehr, wirklich mehr aus wie Orange. Aber kann halt echt machen, geht nicht anders. Dann noch Sekundärfarbe. Da brauchen wir das gleiche wieder. Das wird wahrscheinlich das Dach sein. Aber dann machen wir es einfach schwarz, oder? Dach und schwarz. Passt eigentlich gut zusammen, finde ich. Kann auf jeden Fall nichts falsch machen. Sieht echt gut aus. Mir gefällt. So, jetzt. Dach kann da machen. Noch ein Gepäckträger drauf. Klaro, machen wir. Sieht cool aus. Seitenverkleidung. Was geht hier? Also ein kleines Trittbrett, aber es ist auch nicht der Hit. Tieferlegen, klar, machen wir. Getriebe auch volle Möhre. Beschleunigung, Turbo auch rein damit. Reifen, jetzt kommt wieder. Das ist eher ein Geländewagen. Also Geländefans sind alle so abgrundtief hässlich. Wobei, vielleicht finden wir welche, die uns doch gefallen. Die doch einigermaßen auf der Kiste passen. Aber irgendwie ist es doch nicht so der Fall. Vielleicht, ich weiß ja nicht. Die hier könnte man machen. Aber jetzt hier unbedingt hier da kurz um kümmern. Ich kann mal auch ein Gelb machen. Oder machen wir eine andere Farbe. Die können wir ja umlackieren, das ist geile. Leuchtorange. Ja, gut. Gelb, ja. Komm, machen wir auch in Gelb. Lass mal auch geil aus. Fenster, auch wenn nur helles Rauchglas. Gefällt mir auch richtig gut. Ja. Gut, dann gehen wir hier raus, ne? Und schauen, was man machen kann mit der Karre. Die passt halt gar nicht mehr hier so wirklich in die Wildnis hier rein, die Stadt, aber. Ja, gut, ich sag mal so, die Karre sind nicht schlecht, sieht auch nicht scheiße aus, arg, aber. Aber es gibt auf jeden Fall schönere Autos, ganz klar. Aber den finde ich jetzt doch noch ganz okay. Könnte echt viel schlimmer sein mit dem Auto. Also es gibt viel, viel hässlichere Autos, das will ich damit sagen. Aber wirklich, zu den hässlichsten gehört der jetzt nicht unbedingt, sag ich mal. Also, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Karre findet. Alter, ein Hund. Ach, fast den Hund überfahren. Na gut. Also, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr die Karre so findet. Ich finde die jetzt echt in Ordnung. Könnte echt schlimmer sein mit dem Auto. Also, wenn euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Würde mich riesig freuen. Also, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.